So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben das nächste Adventskalender-Türchen für euch vorbereitet. Adi, Schatz, alles gut? Ah! Ah! Guck dir die Augen an. Guck dir die Augen an. Adi! Der Adi freut sich schon wie ein Schnitzel auf seinen Kalender, den wir jetzt zuerst auch mal aufmachen müssen. Und ich habe gelernt, weil ich gestern das Türchen nicht gefunden habe, habe ich jetzt einfach alle Türchen abgerissen. Nie wieder stundenlange Suche. Obwohl ich dadurch, ja, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas geändert hat oder nicht. Wir haben auf jeden Fall gestern die Nummer 9 gesucht. Das heißt, wir brauchen heute die Nummer 10. Genau, die Nummer 10 befindet sich hier oben rechts in der Ecke. So sieht man auch, dass das schon auf ist. Wir haben wieder eine Tüte für den Adi. Machen wir jetzt wieder auf, der kommt wieder hinter uns. Außerdem tun wir mal so, als wäre ich beim Friseur gewesen. Ja? Ich Trick 17 gemacht. Adi, guck. Es ist jeden Tag das gleiche. Also an deiner Stelle hätte ich mich schon längst beschwert, aber du bist sehr vergesslich, glaube ich. Das schmeckt aber wieder. Schweinelein. Wir müssen den Abfluss noch zumachen, also den Stöpsel reindrücken. Dann können wir ihn den Rest nämlich wieder hier reingeben. Ja, die kann in Ruhe sein Zeug weiter essen. Und wir kümmern uns um den Bier-Adventskalender. Heute auch mit dem Türchen Nummer 10. Ja, und die 10 ist auch hier oben rechts. Was für ein Zufall. Beides oben rechts. Da sehen wir schon ein richtig schönes Original-Franken-Kronkorken. Ja. Der sieht auf jeden Fall gut aus, aber wie sieht er vorne aus? Ja, das ist okay, ist okay, ist okay. Ich hätte es jetzt übelst gefeiert, wenn das wie hier wäre. Dass du das als Etikett vorne drauf hast, ein schönes, weißes, glänzendes, edles Etikett mit einem riesen, fetten Wappen drauf, mit weiß, rot, irgendwas, Schrift drumrum. Aber was ist? Es sieht halt wieder aus wie von früher, Oldschool, Klassik, Retro-Style. Kann man machen, okay. Es ist auf jeden Fall schlicht. Es ist sehr schlicht, sagen wir mal. Denn ihr habt hier nicht unbedingt viel im Hintergrund, wo woanders noch was reingearbeitet ist, der ganze Hintergrund irgendwie unterlegt. Ihr habt wirklich hier so ein Retro-Etikett. Franconia Laurentius Kellerbier Naturtrüb. Dabei wäre das so jugendlich fresh gewesen. Aber hier oben habt ihr dasselbe nochmal, Laurentius Kellerbier. Hier habt ihr das aber umgedreht. Hier habt ihr ein braunes Etikett mit dieser Vanille-Schrift. Und hier habt ihr ein Vanille-Etikett mit eigentlich auch Vanille-Schrift, weil der Rest ist auch irgendwie anders. Hat insgesamt 5,5%. Ganz groß steht da Gerstenmalz drauf, okay. Beer Tasting Live, ja, okay. Ist noch bis Mai 22 haltbar, okay. Ich finde an sich ist die Flasche, sieht ja eigentlich gut aus. Würde für mich jetzt aber trotzdem nicht für eine 5 reichen, würde man eine 4 geben. Es sieht zwar alt aus, aber irgendwie ist es übersichtlich und ist das alles klar definiert, ja, worauf es hier ankommt. Schlicht und retro, alles bei, für mich 4 Punkte. Jetzt kommen wir aber zur Farbe und zum Schaum. Und was ich mir so überlegt habe, da steht ja immer drauf, was das ungefähr für ein Bier ist. Und wenn hier schon drauf steht, Kellerbier, Naturtrüb. Wie musst du dann die Farbe eigentlich bewerten? Weil ich bewerte immer und alles, was so irgendwie trüb aussieht, mag ich ja nicht so. Wenn es ein naturtrübes Kellerbier ist, dann ist ja aber klar, dass das naturtrüb aussieht. Vielleicht hätte man die ganze Zeit bewerten müssen für das, was es ist, wenn es ein naturtrübes Kellerbier ist. Und es sieht naturtrüb aus und kräftig, dass das genau das erfüllt, was draufsteht. Man das erwartet, was draufsteht. Und dafür es eigentlich eine gute Figur macht und 5 Punkte gibt.
Oder man sagt, ja, im Normalfall würde ich gar kein Kellerbier trinken und wenn dann kein Naturtrübes, deswegen spricht mich das Naturtrübe auch nicht an. Aber man muss ja auch keine Wissenschaft draus machen. Wir können es uns auch einfach angucken und sehen hier, durch das Kellerbier ist es wahrscheinlich wieder auch etwas dunkler, es hat wieder eher so Bernsteinfarben. Es gab es schon mal kräftiger, es hat ein kleines Schaumkrönchen, es perlt wieder schön nach oben und es ist trüb, aber nicht zu trüb. Es ist ein bisschen trüb, sieht aber eigentlich trotzdem noch vernünftig aus, ja? Eigentlich passt das. Eigentlich passt das von der Farbe. Alles, es sah schon mal richtig schlimmer aus, wo du gar nichts gesehen hast. Hier kannst du trotzdem eigentlich relativ gut durchgucken. Es könnte noch ein bisschen kräftiger sein, noch ein bisschen klarer. Klar, dann hätte ich wahrscheinlich sogar eine 5 oder eine 4 gegeben bei so einem Farbansatz. Ich glaube, wir bleiben bei Mittelmaß. Das Trübe zieht es immer runter, aber dadurch, dass es kräftig ist, bleibt es im Prinzip im Mittel stehen. Wir haben also 4 fürs Etikett, wir haben 3 für die Farbe, also durchschnittlich, es ist das, was es sein möchte. Wir haben den Geruch. Ein ziemlich neutraler Geruch, würde ich also auch eine 3 geben. Ist jetzt nichts dabei, was nicht gut riecht, aber auch nichts, wo man jetzt sagt, oh mein Gott, riechst du das? Ne? Es ist neutral, was soll man dazu sagen? Und jetzt der Geschmack, da bin ich jetzt ganz gespannt, ob wir irgendwann mal wirklich eins haben, wo wir sagen, oh mein Gott, das ist es. Ja, haben wir noch nicht gehabt. Nehmen wir einen kleinen. Schmeckt auch wieder irgendwie etwas leicht. Also wenn ich jetzt Kellerbier gewohnt bin oder Kellertrunk, gerade bei uns vom Griechen um die Ecke, wirken die auch kräftiger vom Geschmack her. Das wirkt auch schon wieder fast wie ein Lightbier. Aber mit einer teils seifigen, leicht bitteren Note im Abgang. Diese Kombination ist wieder das, was mir nicht so wirklich taugt. Es kann ja leicht schmecken und keinen richtigen Abgang haben, sodass man das einfach wegtrinken kann. Und wenn es dann anfängt, auch noch bitter zu sein, ich weiß nicht, passt das? Also 5-4 ist auf jeden Fall nichts. Nee, der Nachgeschmack taugt mir auch nicht so. So würde ich sogar auf eine 2 gehen, da es doch eigentlich erst wenig Geschmack hat und wirklich etwas leicht wirkt. Es ist jetzt nicht ganz so extrem der Nachgeschmack, ja, aber er taugt mir trotzdem nicht. Also 1 und 0, nee, dafür ist es trotzdem zu gut, aber 3 reicht es leider nicht. Also 2 bei Geschmack. Ich habe immer noch keins wirklich dabei gehabt, was einen so richtig überzeugt hat, wo einfach alles passt. Die guten sehen schrecklich aus und die voll gut aussehen, sind schrecklich. Also so war es bisher ungefähr immer aufgeteilt. Das war es jetzt mit dem Türchen auf jeden Fall. Euch noch alles Gute, alles Schatz. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich freue mich so dermaßen schon auf morgen. Ne? Das glaubt ihr gar nicht. Ja, 2 passt schon.